Achtung, das nachfolgende Video enthält leider keinen PvP-Skill. Für Schädeleinbrüche wegen Facepalms wird nicht gehaftet. Und dann schreibe ich dann willkommen zu einer kleinen Runde Molecraft. Und zwar hat unser lieber Splash, Raymond heißt er heutzutage, ja vor einiger Zeit ein kleines Video rausgebracht, in dem er diesen Spielmodus gespielt hat und etwas, sagen wir mal, Kritik geäußert hat. Der Spielmodus, der wird euch auf allen Ebenen komplett zerbersten. Ja, das war's auch eigentlich schon. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt auch keine bessere Möglichkeit, um eventuellem Beef aus dem Weg zu gehen, als sich einen Developer zu schnappen, der dieses gute Spiel entwickelt hat und mit ihm eine Runde dieses Spiels aufzunehmen. Und ich will mal ganz herzlich begrüßen unseren lieben Overload Agamani, sag hallo. Hallo. Du solltest deine Unsichtbarkeit trinken. Das noch nicht oh gemacht. Mein Gott. Oh. Ja, ich bin zu gut wie down. Nein. Super. Ja, also die Runde war wow. Ey, YouTube. Ja, hallo. Ich glaube, der hat gar nicht gecheckt. Ich glaube, der hat nicht so unbedingt den Unterschied zwischen Developern und YouTubern gecheckt. Leute, wir sind jetzt auf keinen Fall schon bei der nächsten Runde. Die Runde gerade war super gelaufen. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange ein bisschen an, mal Molecraft zu erklären. Und da kannst du ein bisschen noch mich, naja... Ja, ja, also Molecraft ist sozusagen ein Spielmodus, der so ein bisschen, es geht sozusagen, du musst andere Spieler töten und du bist in diesem gigantischen Erdlabyrinth und es passiert immer wieder random Events und es spawnen immer wieder Chests und wer am Ende noch lebt, hat gewonnen. Genau. Alter, ich glaube, ich bin bei einem anderen Spieler drüber. Hä? Alter, hier ist ein Death drin, Alter. Boah, Junge, das ist richtig heftig. Ich wollte schon immer mal mit einem Death zusammenspielen. Okay. Oh, ja, oh, hier könnte jemand sein. Oh, ich höre auch jemanden. Das bist jetzt aber nicht du, ne? Das bin scheinbar nicht ich, weil du gerade immer Ahnung wie du das hast. Wenn du jemanden auf dich zureihen siehst, sag Bescheid, dann heißt es an, ob ich das bin. Okay. Ich habe da ganz gut Sachen gefunden. Okay. Ist jemand mega nah dran. Ich habe einen Spieler gefunden. Oh nein, Bohrer, was? Oh nein! Beweg dich einfach irgendwo hin. Ja. Bei mir ist auch jemand. Ja toll, ich bin jetzt in einem 10.000 Löcher tiefen Erdloch. Ich hasse mich. Okay, ich kann mir das hier wieder hochbauen. Das ist die Todesfalle des Jahrhunderts. Wenn jetzt jemand runterfällt, der stirbt wahrscheinlich fast an Fallschaden einfach. Ach, und zu diesen Random Events, da kann man auch im Forum welche vorschlagen. Da haben wir zurzeit schon 6 Seiten Vorschläge. Okay, also, oh mein Gott, ich glaube, das bist wirklich du, Alter. Ich habe gerade unten einen Spieler gesehen. Oh mein Gott, das bist wirklich du. Wo bist du hin? Party. Okay. Nice. Okay. Alter, fuck, du bist viel besser equipped als ich. Ich kann dich nicht angreifen. Ich verbiss mich gerade wieder, ne? Na tschüss, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Okay, das ist gut gelaufen. Okay. Ich grab mich aber mal weiter. Sprengung! Willst du mich verhaften? Nein! Entfern dich lieber ein bisschen. Junge. Komm hier da, sterben. Okay, ich hab nur 3 Herzen Damage gekriegt, das war ja mega billig. Hörst du mich? Okay. Nein! Half-Life? Half-Life? Da ist jemand weg. Das ist ein Spiel, glaube ich. Das ist auch eine Anspielung. Gang gefunden. Okay. Boah, Junge, ich glaube, du hast einfach meinen Gang gefunden. Scheiße. Ja, das ist gut möglich. Junge, ich verpiss mich jetzt sowas von. Ach, Mann. Boah, hier sind richtig viele Sachen drin, die jemand weggeworfen hat. Und ich nehme die mir einfach alle jetzt, weil ich richtig billig bin. It's a trap. Oh, oh. Nein, fick dich. Okay, ich hab's gestern noch raus. Ja, toll. Nein, ich bin tot, Alter. Ich bin tot. Alter, der hat mir mit einem Hit fast mein ganzes Leben abgezogen. What? Was hat er für ein heftiges Schwert? Ich werd sowas von sterben. Fick dich, Junge. Schau mal, Overload, kurz TS, Alter. Jetzt kommen schon die ganzen Fans. Nehme auf. Ich auch. Ist er hier in den Top 10? Guck mal, der ist schon als Clan Mole. Der ist Platz 2 all time. Was? Ja geil, der wird wahrscheinlich gewinnen. Okay, diesmal schaffe ich es mal. Diesmal werde ich besser werden als letztes Mal, glaube ich.
Leicht. Invisibility Trial. Wenn ich den Typen da kille, wäre schon mein Ziel erreicht für die Runde. Boah, ich muss halt immer Fackeln platzieren die ganze Zeit, weil ich sehe sonst nichts. Gar nichts sehe ich. Ja. Geschwindigkeit, ja. Nachtsicht findest du dann... Hallo? Geschwindigkeit schneller. Bringt einfach nichts. Ja, was ist denn hier los? Ah doch, das bringt auch viel eigentlich. Oh, fuck! Nein! Wieso? Wieso? Und im zweiten. Ich sag jetzt eigentlich nichts mehr, okay? Also. Bin jetzt dann einfach. Ja. Ich rede jetzt aber nichts mehr. Restliche Aufnahme. Wie viele Kisten hat der hier gefunden? Guckst du dir an? Oh, der hat gerade eine Kiste gefunden. Hä? Ist doch hier gar nicht. Oh, doch, du bist relativ in der Nähe. Du bist mega in der Nähe. Oh, der hat richtig gute Rüstung jetzt. Man sieht halt dein Schwert. Hey, ja. Lol. Das war, glaube ich, keine so gute Idee, die Rüstung auszuziehen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war dann schon mit dieser Runde. Ich würde mal sagen, ich habe euch jetzt schon mal gezeigt, wie man diesen Spielmodus legit spielt. Grüße gehen an dieser Stelle nochmal raus an Raymond. Vielen Dank. Auch nochmal für. Danke für das motivierende Video an der Stelle. Ja, ich gebe dir jetzt nochmal die Möglichkeit. Willst du nochmal ein paar Worte verlieren? An Raymond? Ja, das Video war echt nice. An der Stelle nochmal anmerken. Okay, das war's an der Stelle. Dann auch schon mal, wenn ihr euch das Video von Raymond anschauen wollt, dann ist es ja nochmal hier verlinkt, weil sonst denkt ihr euch jetzt nicht alle, what the fuck. Nee, eigentlich ist es nicht verlinkt. Und falls du dir jetzt denkst, das kann doch niemals das ganze Video gewesen sein, doch was, leider. Das Ganze ist ein bisschen kurz und ein bisschen komisch geworden, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und hat euch den Spielmodus ein bisschen näher gebracht. Falls jetzt irgendjemand das so aufgefasst haben sollte, was ich jetzt nicht glaube, das Ganze sollte kein Angriff auf Raymond gewesen sein, sondern einfach nur eine Videoantwort. Worte auf sein Video. Sonst würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.